Hallo draußen! Heute bei Nerdnahrung machen wir mal etwas genauso Einfaches wie Leckeres, namentlich ein Sandwich. Das ist jetzt quasi also nicht so als richtiges Rezept gedacht, sondern mehr so als Inspiration, auch mal ein tolles Sandwich zu machen. Wir haben hier uns jetzt also für so ein richtig großes entschieden, weil wir haben viel Hunger. Das lässt sich natürlich aber, wie man will, skalieren, ob groß oder klein. Ihr müsst jetzt auch nicht so eins nehmen, was wir hier jetzt noch aufbacken mussten, sondern ja, nehmt, was ihr wollt. Das gilt natürlich dann auch später für die Zutaten. Wir werden heute zwei Seiten davon belegen, eine mehr so mit Salami und eine hier mit leckerem Thunfisch, den wir gekauft haben. Einfach so hier in der Dose. Und wir fangen jetzt aber erst einmal mit einfach Remoulade an, die wir hier drauf verteilen werden. Die kommt auch auf beide Seiten drauf. Die mache ich dann hier jetzt einfach mal so ein bisschen, da muss man ja nicht zu viel von nehmen, ein bisschen gut auf das Sandwich drauf, dass wir jetzt auch hier nicht noch mit dem Messer irgendwie verteilen müssen, sondern dass das so jetzt alles passt. Und als nächstes kommt dann der Käse, den wir hier schon mal so aus der Verpackung rausgeholt haben und der auch auf beide Seiten drauf kommt natürlich. So. Und wenn wir den dann drauf haben, dann kommt dann auch schon die erste Variation. Wie gesagt, auf die eine Hälfte kommt Thunfisch drauf und auf die andere Salami. Ja. Und das ist nämlich jetzt schon unsere nächste Schicht hier. Ich mache jetzt hier mal links die Salami-Seite. So. Einfach hier so drei Scheiben. Und ich hoffe, ich komme jetzt hier ungefähr bei der Hälfte an. Ja, das passt. Und auf die andere Seite kommt jetzt der Thunfisch. So. Gucken, wie wir den hier jetzt rausbekommen. Ich habe davon auch schon so ein bisschen von diesem Wasser oder was das ist, abgegossen gehabt. Alles natürlich schon vor dem Video. Einfach, um so ein bisschen Zeit zu sparen. So. Ich glaube nicht, dass wir die ganze Dose brauchen werden. Aber sparen wollen wir da jetzt auch nicht. Apropos sparen, ihr werdet ja schon festgestellt haben, dass euch da der Preis angezeigt wird. Das ist nämlich auch eine tolle Sache, die wir in dem Sandwich finden. Es ist eben auch billig. Und ich finde, das sollte man hier jetzt auch einmal zeigen. So, ich denke, das dürfte jetzt reichen. Am Ende fällt mir jetzt noch sonst was runter. Naja, vielleicht hier noch so ein bisschen. So. Okay. Und ich denke, dann ist das jetzt eigentlich auch der richtige Zeitpunkt, um es ein bisschen zu würzen. Wir haben hier so ein Salz und einen Pfefferstreu. Fangen wir jetzt einfach mal mit dem Salz an. Kommt natürlich auch auf beide Seiten drauf. Nicht zu viel, ist auf keinen Fall versalzen. Da finde ich den Pfeffer dann auch ein gutes Stückchen wichtiger. So, und was wir jetzt machen, ist den Salat. Wir haben ja so ganz normalen Eisbergsalat, ist das, machen wir mal in so Form große Stücke und verteilen wir einfach da drauf. Und dann haben wir gleich nämlich auch genug Platz auf diesem Teller hier, um dann die Gurken für die Salami-Seite und das Ei für die Thunfischseite zu schneiden. So, hervorragend. Das schiebe ich jetzt mal hier so ein bisschen zur Seite und hole mir jetzt diesen Teller hierher. Wir sehen jetzt hier so ein bisschen Wasser drauf gelandet. Das kommt einfach davon, dass wir eben den Salat und die Gurken so gewaschen haben und nicht perfekt abgetrocknet. So, ich mache jetzt mal so von der Dicke her. Ja, das passt, oder? Ich denke schon. Einfach so ein paar Scheiben abschneiden. Wie ich ja bereits gesagt habe, man kann da irgendwo nehmen, was man eben will. Und was uns auch sehr freuen würde, was erstens für uns so eine gewisse Inspiration ist und zweitens vielleicht auch für die anderen Zuschauer, wenn ihr also auch irgendein tolles Sandwich macht, oder sei es nicht toll, aber wenn ihr irgendein Sandwich macht, dann könntet ihr uns auch eine Videoantwort schreiben, einfach eben als Inspiration, nicht nur für uns, sondern auch für andere Zuschauer, weil es euch irgendetwas Cooles eingefallen ist. So, das dürfte jetzt, das ist ja nur für die eine Seite, ich glaube, ich mache einfach mal noch eine Scheibe ab, ich bin jetzt eh so ein bisschen schräg geworden gerade. So, wollen wir mal gucken. Verteilen wir es gleich da drauf. Jetzt erst einmal das Ei. Was ich jetzt auch nur so in grobe Scheiben schneide. Es gibt ja auch so Eischneider. Also wenn ihr sowas habt, dann
benutzt einfach sowas. Aber das klappt mit dem Messer hier auch ganz gut. Hat halt immer nur die Gefahr, dass das so ein bisschen auseinanderfällt. Und naja. Aber das passt hier schon ganz gut. Das war auch nur so ein fertig gekochtes Ei, was man einfach so aus dem Laden kaufen kann. Das kochen wir doch nicht selber. Geht ja nicht in der Mikrowelle. So, das ist mal ein bisschen zur Seite. Und das Sandwich wieder herholen. Wie gesagt, links ist Salami, also verteilen wir da jetzt mal die Gurken drauf. Die werden nicht auf die Thunfischseite kommen. Einfach weil wir uns gedacht haben, dass das irgendwie nicht so richtig passt. Gurke, Thunfisch, naja. Kann man natürlich aber trotzdem machen. So. Ja, ne? Ich will hier noch ein bisschen zur Seite lege. So, in Zweier rein. So. Und jetzt auf die andere Seite eben das Ei. Und dann ist das Sandwich eben auch schon fast fertig. Und vom Aufwand her war das jetzt, wie viel? Wie lange geht das Video schon? Ich weiß es nicht. Hat natürlich auch ein bisschen Vorbereitung gekostet, von wegen das Sandwich selber, also das Brot vorzubacken. Aber an sich, viel schneller kann man so ein vernünftiges Gericht eigentlich gar nicht machen. Ich hoffe, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das machen, dass ich es noch zugeklappt bekomme. Ich glaube aber, ich habe die Befürchtung, dass wir das nicht so richtig hinbekommen. Wir könnten das jetzt ganz abschneiden und dann einfach oben drauf legen. Aber bin ich jetzt kein großer Fan von, oder? Ich werde es jetzt doch abmachen schnell. So. Und dann mal gucken. So. So, und ups, und obendrauf. Jetzt, von meiner Perspektive sieht es übrigens fantastisch aus, wenn wir das probieren. So, wir haben das gesamte Sandwich jetzt mit zwei Leuten verputzt und wir können jetzt aus eigener Erfahrung sagen, man wird davon satt, auch zu zweit. Und wenn ihr ja gerade den Preis eingeblendet seht, dann könnt ihr euch mal überlegen, was man sonst noch so dafür bekommen würde. Vom Geschmack her auf jeden Fall absolut klasse. Natürlich nochmal doppelt so gut, weil man es selber gemacht hat und natürlich genau bestimmt hat, was will ich eigentlich da drauf haben. Also absolut, absolut empfehlenswert. Solltet ihr unbedingt mal ausprobieren und das zu den Videoantworten habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Also dann bis zum nächsten Video von Orange and Black.